Im letzten Video hatten wir über die Eliminierung von strickdominierten Strategien gesprochen. Leider kann man diese Methode in vielen Spielen gar nicht oder zumindest nicht sehr weit anwenden, weil es einfach keine strickdominierten Strategien gibt. Zum Beispiel im Stackhand-Spiel, das wir schon kennen, in diesem Spiel hier, da gibt es nun mal keine Strategie für keinen der beiden Spieler, die strikt dominiert ist. Manchmal ist A besser, manchmal ist B besser. Hängt davon ab, was der andere Spieler tut. Also ist nie eine Strategie hier strikt dominiert. Was kann man dann tun? In diesem Fall kann man natürlich zumindest eine Mindestvoraussetzung an eine Lösung für ein Spiel ansetzen, und zwar folgende. Angenommen, ich schlage vor, dass BB die Lösung sein soll. Im allgemeinen Fall, also irgendeine Strategienkombination S1 bis SN. Wenn das eine Lösung sein soll, dann wäre es doch sicherlich sinnvoll, dass keiner der Spieler irgendein Interesse hat, von dieser Lösung abzuweichen, sofern die anderen Spieler bei ihrer Strategienkombination S-I bleiben. Also in diesem Beispiel hier, wenn beide Spieler gesagt bekommen, dass BB die Lösung ist, dann sollte kein Spieler von B abweichen wollen, vorausgesetzt der andere Spieler bleibt bei dem B. Und das ist tatsächlich der Fall, denn wenn ein Spieler jetzt unilateral abweicht, dann würde er sich von 8 auf 4 verschlechtern. Also möchte er das nicht. Damit könnte man sagen, dass dieses BB eine Lösung wäre für dieses Spiel. Und das ist genau die Idee von dem berühmten Nash-Gleichgewicht. Bevor ich es formal erläutere, will ich ein bisschen noch zu der Idee und der Geschichte des Nash-Gleichgewichts etwas sagen. Bis John Nash 1944 seine Doktorarbeit in der Mathematik schrieb, war es so, dass man keine Lösung hatte für allgemeine Spiele. Von Neumann und Morgenstern in ihrem Buch hatten eine klare Lösung nur für sogenannte Nullsummenspiele, zu denen kommen wir noch später, für allgemeine Spiele nicht. Als John Nash nun auf einer Seite die Idee von diesem Gleichgewichtskonzept und gleichzeitig auch noch einen mathematischen Beweis für die Existenz skizzierte, kam er dann John von Neumann und zeigte ihm das, und der sagte nur, das ist ja trivial, das ist ja nur ein Fixpunktsatz, nichts Besonderes. Da hat er sich aber getäuscht, denn heutzutage ist das Nash-Gleichgewichtskonzept eines der wichtigsten Lösungskonzepte der Spieltheorie überhaupt. So wichtig, dass John Nash 1994, also gut 50 Jahre später, dafür den Nobelpreis bekam. Leider erkrankte John Nash kurz nach seiner Dissertation an Schizophrenie. Er hat noch ein, zwei sehr, sehr schwierige Mathematiktheoreme, die auch heute noch seinen Namen tragen, bewiesen. Und dann war er eigentlich für viele Jahrzehnte in irgendwelchen psychiatrischen Anstalten untergebracht. Es gibt auch einen Film über sein Buch und über sein Leben, und es ist auch ein sehr schönes Buch. Das heißt A Beautiful Mind, sehr empfehlenswerte Lektüre. Der Film ist auch nicht schlecht. Soweit zu der knappen Geschichte über das Nash-Gleichgewicht. Hier eine praktische Anwendung. Wie würden Sie sich verhalten? Nehmen wir an, Sie hätten jetzt dieses Spiel als Zeilenspieler zu spielen. Sie müssten irgendwie sich entscheiden zwischen oben, Mitte und unten. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und überlegen Sie, was Sie spielen würden. Wenn Sie sich entschieden haben, dann überlegen Sie sich auch noch, was Sie denn als Spaltenspieler tun würden, also entweder links, Mitte oder rechts. Haben Sie was? Wenn Sie ebenfalls U und R gewählt haben als Lösung, da sind Sie nicht allein. Das hat die große Mehrheit gewählt. Irgendetwas muss an dieser Kombination sein, was besonders attraktiv wirkt als Lösung. Und wir werden sehen, das ist zum Teil Und wir werden sehen, ein Grund ist, es ist ein Nash-Gleichgewicht.
So, und jetzt kommen wir zur formalen Definition. Ein Nash-Gleichgewicht ist immer ein Strategienvektor. Also, wenn Sie ein Nash-Gleichgewicht angeben, müssen Sie immer die Strategien angeben, die dieses bilden. Also, ein Nash-Gleichgewicht ist ein Strategienvektor S1 bis Sn, jeweils mit Sternchen versehen, weil es ein Gleichgewicht ist, ist ein Nash-Gleichgewicht, falls für jeden Spieler I seine Strategie Si Stern eine beste Antwort ist gegen das, was die anderen Spieler tun, also S minus I Stern. Und beste Antwort heißt einfach, es ist das Beste, was er tun kann. Formal ausgedrückt heißt es, seine Auszahlung UI von SI Stern gegenüber SI minus, minus I Stern ist mindestens so hoch wie die Auszahlung, die er bekommen würde mit irgendeiner beliebigen anderen Strategie SI. Und das ist wichtig, das muss gelten für alle seine Strategien. Und außerdem natürlich für jeden Spieler muss das gelten. Das heißt, kein Spieler darf eine Strategie SI haben, die ihm strikt mehr gibt als die Gleichgewichtsstrategie SI Stern, gegeben was die anderen tun. In anderen Worten ausgedrückt, keiner hat einen strikten Anreiz abzuweichen von diesem Nash-Gleichgewicht. Das sagt jetzt nichts darüber aus, dass vielleicht zwei oder mehr Spieler gleichzeitig abweichen wollen. Das wäre unter Umständen möglich, aber hier geht es nur um die Frage, möchte einer der Spieler abweichen, wenn die anderen dabei bleiben, was sie tun sollen. Und außerdem ist auch erlaubt, dass es Strategien gibt, die gleich gut sind wie die Nash-Gleichgewichtsstrategie, nur etwas strikt Besseres ist nicht erlaubt. Das ist also das Konzept. Wenden wir es mal an auf unser Spiel von eben. Wie findet man ein Nash-Gleichgewicht? Nun, die Definition macht es einem nicht leicht. Denn sie würde einfach dazu verleiten, dass man einfach mal alle Kombinationen durchtestet und überlegt, lohnt sich da eine Abweichung. In diesem Fall hätten wir jetzt 9 Kombinationen, die wir testen müssten. Das würde noch gehen, aber das Spiel könnte ja noch größer sein und wenn das Spiel immer größer wird, dann wird es immer schwieriger. Es ist auch wirklich so, dass bei sehr, sehr großen Nash-Gleichgewichten man echt Probleme bekommt. Selbst ein Computer bekommt manchmal Probleme, die Nash-Gleichgewichte zu finden. Also in diesem Fall hier haben wir ja, Mühe, etwas Mühe, aber wir würden es finden. Es gibt eine kleine Erleichterung, nämlich wir können Folgendes machen. Wir können erstmal nur den ersten Spieler uns anschauen und in jeder Spalte schauen wir uns an, was wäre dort die beste Auszahlung oder die besten Auszahlungen? Warum reicht das? Weil es ja darum geht, beste Antworten zu suchen. Das heißt also, wenn ich mir überlege, Spieler 1 ist hier, er möchte eine beste Antwort gegen links finden. Was wird er tun? Er sucht einfach die Strategie, die ihm die höchste Auszahlung gibt gegen links und das wäre M. Deswegen unterstreiche ich hier mal die 4. Und dann mache ich dasselbe gegen C und dann kriege ich dann hier oben. Und wenn ich das hier mache gegen rechts, dann kriege ich hier bei unten, bei der 6, eine höchste Auszahlung. Das heißt, ich habe jetzt schon mal 3 unterstrichene Zellen hier. Und ich brauche jetzt im zweiten Schritt nur noch überprüfen, ob auch für Spieler 2 unter diese unterstrichenen Zellen beste Antworten sind. Das heißt also, ich muss überprüfen, ob Spieler 2 jetzt zum Beispiel von der Kombination ML abweichen möchte. Aber da sehen wir, wenn der Spieler 1 M spielt, dann möchte Spieler 2 nicht links spielen, sondern er möchte abweichen zu C. Das wäre für ihn besser. Also ist die Kombination ML schon mal kein Gleichgewicht. Dann müsste ich das ebenfalls hier machen. Möchte Spieler 2 hier bleiben oder möchte er abweichen? Er möchte natürlich abweichen und zwar möchte er zu L abweichen. Also auch das hier kein Gleichgewicht. Jetzt prüfen wir noch als letztes UR. Und wenn wir UR uns anschauen, das ist die Art und Weise, wie man ein Nash-Gleichgewicht hinschreibt, UR. Möchte einer der Spieler abweichen? Wir haben schon gesehen, Spieler 1 will nicht, der ist seine beste Antwort. Möchte Spieler 2, der möchte ebenfalls nicht abweichen, weil 6 besser ist als 5 und 5. Das heißt, für beide Spieler ist das hier
Eine beste Antwort. Und damit ist UR ein Gleichgewicht, ein Nash-Gleichgewicht. So findet man das. Das ist vielleicht die einfachste Methode. In diesem Fall hier ist es sogar das einzige Nash-Gleichgewicht, zumindest in reinen Strategien, so wie wir das bisher definiert haben. Gibt es nun Spiele mit eventuell mehreren Gleichgewichten? Und da ist die Antwort leider ja. Es gibt Spiele mit mehreren Nash-Gleichgewichten und wir haben sogar schon eins gefunden, nämlich das Steckhandspiel. Dieses Steckhandspiel hat ja zwei Kombinationen, die beide recht attraktiv aussahen, nämlich A und B und B. Und tatsächlich sind beide auch Nash-Gleichgewichte. Das kann man leicht überprüfen. Möchte ein Spieler von A abweichen? Wenn er abweichen würde, würde er sich von 6 auf 0 verschlechtern. Das gilt für beide. Und wenn er von B abweichen würde, würde er sich von 8 auf 4 verschlechtern. Das gilt auch für beide. Das heißt also, dieses Spiel hat schon mal zwei Nash-Gleichgewichte. Und damit macht es uns das Leben etwas schwerer, denn das war auch der Grund dafür, warum wir für dieses Deckhandspiel Schwierigkeiten hatten, eine eindeutige Lösung zu finden. Es gibt eben mehrere Nash-Gleichgewichte und beide haben durchaus etwas Plausibles. Gibt es auch Spiele ganz ohne Nash-Gleichgewichte? Das wäre doof, wenn wir ein Lösungskonzept entwerfen, das dann leer ist, das keine Lösung hat, das nicht existiert. Und das gibt es natürlich auch, und zwar Spiele wie Stein, Schere, Papier. Kinderspiel, das jeder kennt. Ich habe hier mal die Auszahlung aufgeschrieben. Wenn beide dasselbe haben, gibt es einen Unterschieden. Und wie jeder weiß, gewinnt eben zum Beispiel Papier gegen Stein und Stein gegen Schere und was habe ich noch? Schere gegen Papier. Und der andere Spieler verliert, der kriegt also minus 1, der Gewinner kriegt 1. Das ist die Auszahlung. Und in diesem Spiel werden Sie natürlich jetzt, egal wo Sie schauen, keine Lösung finden, bei der beide Spieler glücklich sind. Das heißt, beide Spieler eine beste Antwort spielen. Das geht nicht. Ein Spieler möchte immer abweichen. Das wäre ja auch schlecht, wenn es ein solches Gleichgewicht gäbe. Denn angenommen, nehmen wir mal an, es gäbe ein Gleichgewicht, in dem jetzt zum Beispiel beide immer Schere spielen. Wenn das eine Lösung wäre, wenn ich also wüsste, was der andere spielt, dann wüsste ich ja schon von diesem Spiel natürlich, dass ich dann, wenn ich wüsste, der andere spielt Schere, würde ich natürlich Stein spielen, um die 1 hier zu bekommen. Das heißt, das geht nicht. Ich könnte es immer ausnutzen. Ein solches Spiel hat also kein Gleichgewicht in reinen Strategien. Ich betone reine Strategien, weil wir im nächsten Video noch gemischte Strategien kennenlernen werden und mit denen kann man auch in solchen Spielen ein Gleichgewicht finden. Das ist beruhigend, denn John Nash hat ja schließlich die Existenz von Nash-Gleichgewichten bewiesen. Also sollten sie auch da sein und wir werden sie noch finden, aber nicht in reinen Strategien. Bis zum nächsten Mal.